Danke, Frau Präsident. Sehr geehrte Damen und Herren, ja, wir haben in dieser gemeinsamen Debatte, in diesen zwei Tagesordnungspunkten, drei Gesetzesnovellen, über die wir debattieren. Der erste Punkt ist eine Novelle des Medizinproduktegesetzes. Und in diesem Punkt muss man sagen, ja, wir stehen hier tatsächlich in der Praxis, in der Versorgungsrealität vor dem Problem, dass viele Medizinprodukte die notwendige Weiterzertifizierung bzw. teilweise auch Neuzertifizierung nicht bekommen können, weil die sogenannten benannten Stellen heillos überfordert sind. Für mich ein Paradebeispiel für zwei Dinge. Erstens überbordende und nicht konsequenzenbedachte EU-Politik, weil daher kommt diese Richtlinie, die diese Probleme verursacht hat. Der zweite Punkt ist allerdings, dass diese Richtlinie ja schon vor mehreren Jahren beschlossen worden ist und die Bundesregierung im Endeffekt säumig war, das in den vergangenen Jahren zeitnah umzusetzen und jetzt auf den letzten Drücker Übergangsbestimmungen und Adaptierungen vornehmen muss, die eben auch wieder nicht vollständig durchdacht sind. Und deshalb werden wir dieser Gesetzesnovelle auch unsere Zustimmung verweigern. Das zweite Gesetz, was hier behandelt wird, ist das Bundesgesetz zur Sicherstellung der Arzneimittelversorgung. Und auch da zeigt sich, dass die Bundesregierung eine Ad-hoc-Maßnahme nach der anderen trifft, die aber leider Gottes vielfach an der Realität vorbeigehen und die das gewünschte Ziel natürlich nicht erreichen. Wenn wir daran denken, was hat die Bundesregierung denn bis dato beschlossen und was plant sie jetzt aktuell, dann haben wir auf der einen Ebene eine Wirkstoffbevorratung auf Ebene der pharmazeutischen Großhändler. Das ist wunderbar, da stehen dann Großgebinde mit Antibiotikapulver in den Regallagern des pharmazeutischen Großhandels. Keiner hat sich überlegt, wie sie diese Wirkstoffpulver dann tatsächlich zur Anwendung bringen, denn sie müssen die portionieren, sie müssen die in kleinere Gefäße bringen, sie müssen sie dann in weiterer Folge gebrauchsfertig machen. Ja, das Pulver kann ja keiner direkt essen. Das hat sich keiner mit überlegt, wie das passieren soll. Das könnte eigentlich nur auf Ebene der öffentlichen Apotheken mit entsprechenden Laboren für die magistrale Herstellung oder in Krankenanstalten stattfinden. Daran hat man nicht gedacht. Das zweite war ein Sicherungsbeitrag für den pharmazeutischen Großhandel, der eigentlich notwendig war, weil die Kostenstrukturen hier nicht mehr gepasst haben. Die Transport, die Energie, die Personalkosten, die Lagerkosten viel zu teuer geworden sind, auch die Finanzierungskosten bei den sehr teuren Arzneimitteln. Dann hat man gesagt, naja, ihr lagert eh die Antibiotikapulver und ähnliche Sachen ein, dann zahlen wir euch dafür einen Betrag und der deckt alles andere auch ab. Bürokratisch begrenzt, ursprünglich auf ein Jahr, dann jetzt aufs zweite Jahr verlängert. Keine strukturelle Maßnahme, keine nachhaltige Sicherung in der Versorgung, sondern wieder häppchenweise Anlassgesetzgebung, mit der das Problem verschoben, aber nicht gelöst wird. Und jetzt kommt neu dazu eine Bevorratungspflicht für die Inverkehrbringer, also beziehungsweise für die Hersteller. Ja, also auf der obersten Ebene wird jetzt vorgeschrieben, dass größere Arzneimittelspezialitäten Vorräte gehalten werden müssen. Nur wissen wir seit der Corona-Zeit, dass diese übergeordneten Zentrallager der Hersteller eben nicht so verteilt sind, oft nicht einmal in Österreich sind und eine Verteilung dieser Vorräte sehr schwierig oder im Krisenfall unter Umständen gar nicht möglich ist. Das heißt, eine Bevorratungsverpflichtung besteht per Gesetz ja jetzt schon für den vollsortierten pharmazeutischen Großhandel, aber auch für die öffentlichen Apotheken. Das wären jene Strukturen, die flächendeckend verteilt sind und die auch die Logistik haben, diese Arzneispezialitäten tatsächlich an die Bevölkerung zu verteilen. Aber genau dort bevorratet man natürlich nicht, sondern eine Ebene weiter drüber, unter Umständen vielleicht sogar dann im Ausland, wo wir im Krisenfall gar keinen Zugriff drauf haben. Sie sehen, auch diese Maßnahmen sind wieder mal nicht umfangreich bedacht. Das Problem ist richtig identifiziert, die Lösung ist leider Gottes ungeeignet, Herr Minister. Ich habe das Ihrer Sektionschefin in der letzten Ausschusssitzung auch schon versucht zu erklären. Vielleicht könnte man auch das noch einmal überarbeiten. Und das dritte Gesetz, auch eine typische Anlassgesetzgebung oder auf Lobbying basiert, das ist nun eine Novelle des Rotkreuzgesetzes. Und ja, das österreichische Rote Kreuz übernimmt ganz wichtige soziale und auch versorgungsrelevanten Aufgaben in Österreich. Aber so, wie Sie jetzt planen, das Ganze zu reformieren, beziehungsweise das gesamte Arzneimittelgesetz zu torpedieren, weil nichts anderes machen Sie, Sie schaffen hier eine Gesetzesnovelle, eine Ausnahmeregelung, die einem anderen Gesetz widerspricht. Da hilft auch der Abänderungsantrag, den Sie jetzt eingebracht haben oder einbringen werden, nicht weiter. Das funktioniert nicht. Es gibt eine klare gesetzliche Regelung in Österreich, wie Arzneimittel sicher verteilt werden und an den Patienten gebracht werden können. Mit dem Gesetz, was Sie jetzt hier verabschieden wollen, schaffen Sie eine Ausnahmebestimmung, einen Ausnahmetatbestand, der im Endeffekt, wenn man es zynisch betrachtet, bedeutet,
dass die Arzneimittelsicherheit für Sozialbedürftige nicht so hoch gehandhabt wird und nicht so viel wert ist wie für alle anderen Patienten in diesem Land. Und das ist schäbig, das ist eigentlich eine Ausnahmelösung, die eigentlich zu Lasten der Betroffenen geht, die überflüssig ist. Wenn es denn so wichtig wäre, dass hier ein zum Beispiel Direktbezugsrecht für das Österreichische Rote Kreuz etabliert werden sollte und eine Direktversorgungsmöglichkeit da ist, dann müssten Sie das Österreichische Rote Kreuz als eine öffentliche Behörde titulieren. Öffentliche Behörden dürfen direkt Arzneimittel einkaufen, dürfen Arzneimittel verteilen, dann können Sie das machen. Ja, oder Sie lassen das Österreichische Rote Kreuz, ähnlich wie zum Beispiel auch das österreichische Bundesheer, sich an die Gesetze halten. Dann muss man halt eine Anstaltsapotheke machen oder sich um eine Apothekenkonzession bemühen. Dann kann man diese Verteilung rechtskonform durchführen. Sie brechen die Systematik, Sie schaffen Ausnahmetatbestände und im Endeffekt schaffen Sie auch in diesem Bereich mehr Unsicherheit, als dass Sie lösen.